Das ist wirklich ein Privileg, dass wir das machen können. Ich bin unglaublich aufgeregt. Kannst nicht abwarten, dass wir jetzt endlich da rausfahren. Alter, dicker Hecht! The struggle is real, ey. Ey, das wird geisteskrank. Florian! Scheiße. Hilfe! Ja, halt. Scheiße, Alter. Das ist zu viel gerade für mich. Boah, ich habe hier gerade eine Forelle drauf und jetzt ist ein Hecht drauf geschossen. Ach du Scheiße. Also das ist mit Abstand der härteste Angeltrip, den ich je gemacht habe. Oh, da kommt er hin. Das ist der letzte Wurf der Nordtour 2023. Herzlich willkommen zur letzten Folge unserer Up North Tour. Wir sind richtig traurig, dass es jetzt wieder nach Hause geht gleich. Die letzten zwei Tage konnten wir überhaupt nicht angeln, weil das Equipment das einfach nicht mitgemacht hätte. Es hat Dauer geregnet und jetzt gibt es eine Stunde kurz vor Abflug nochmal einen Slot, wo wir fischen können. Becky liegt noch im Zelt, den hat es dahin gerafft. Flo und Dustin sind raus zum Angeln, aber das war für mich absolut keine Option. Ich war am Ende, ich hatte keine Kraft. Ich hatte keinen Antrieb mehr. Ich denke, das war für mich eventuell auf jeden Fall der Tiefpunkt der Tour, vielleicht einer der krassesten Momente meines Lebens. Ich hatte keine Energie mehr, ich hatte einen Mental Breakdown. Ich bin einfach nicht aus diesem Zelt gekommen. Wir machen Topwater-Aktion heute. Das ist der geisteskrankeste Topwater-See, den ich je gesehen habe. Ihr habt es vielleicht schon gesehen in der letzten Folge, da ging es schon ganz gut. Heute wollten wir eine epische Folge drehen. Ja, das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber zumindest eine halbe Stunde gehen wir jetzt noch mal raus, auch wenn wir total nass sind. Viel Spaß bei der Folge und freut euch schon aufs nächste Jahr. Da gibt es nämlich die nächste Up North. Ruder in die Hand und go. Ich würde sagen, wir gehen mal an die Spitze erst, oder? Wo die Strömung so ballert. So, natürlich hat es wieder angefangen zu regnen, aber first cast, mal sehen, was da geht. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, ist die andere Kammer beschlagen. Es ist so nass und feucht hier in der Luft, dass wir damit nicht mehr filmen konnten. Oh, da habe ich gleich einen Fisch, ein etwas größerer. Der ist doch schon ein schönes Exemplar, würde ich sagen. Es ist so krass, wie die Fische hier auf Topwater reagieren. Das hast du bei uns einfach nicht. Oh. Ui, 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 ui. Nicht zu viel ruckige Bewegung, dann drehen wir uns. Damit haben wir genug Erfahrung in den letzten Folgen gemacht. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal. So. Ab zum nächsten. Jo, das ist ein 90er. Nee, aber 85er, ne 80er. Mann, die sind so kräftig, muss man erstmal mit den Haken hier in der Wildnis wirklich ausdrillen lassen, weil wenn die dir in der Hand schlagen und du dir so einen Haken ungünstig reinhaust, ist hier halt nicht optimal. Wunderschöner Fisch. Man stelle sich mal vor, man hätte hier den ganzen Tag bei gutem Wetter gehabt. So. Tschüss, Großer. Danke für den tollen Biss. Eigentlich haben wir immer Glück, aber dieses Mal kann man echt sagen, wir hatten Pech. Angefangen mit dem Sturz von Herr Flo ins Wasser. Dann der Dauerregen, dann das Verlieren des Schlafsacks und der Isomatten. Ja, ab, zurück. Oh, da kommt der Nini. Eigentlich wollten wir noch angeln und er wollte uns Bescheid sagen über unser Satellitentelefon, hat aber nicht gemacht, deswegen ganz schnell zurück, Zelt abbauen und los zum Lieblingsspot. Man glaubt gar nicht, was dieses Geräusch von dem Helikopter mit uns gemacht hat.
absolute Euphorie, weil es gab so viele Unsicherheitsfaktoren. Schaffen wir den Rückflug nach Deutschland? Findet er uns überhaupt? Kann der da landen? Und als der dann da war, absolute Erleichterung. Wir haben die Sachen gepackt, sind zurückgerannt, alles so schnell wie es geht zusammengepackt, damit wir wirklich kein Risiko gehen, dass er wieder wegfliegt oder wir da bleiben müssen. Das war unglaublich. 2 Stunden später als geplant. Er konnte leider nicht früher fliegen, weil das Wetter so schlecht war. Aber jetzt kommen wir nach Hause und schaffen unseren Flug. Wir hoffen es mal. Wir sind auf jeden Fall froh, dass Emil hier ist. Hallo Emil. Cold. Cold, wet. Hey, you can't tell how happy we are to see you. So, Abmarsch. So, wir laden jetzt noch schnell die Routen in den Heli. Und dann geht's endlich ab nach Hause. Endlich? Ja, mir reicht's. Ich bin nach wie vor bis zur Unterhose nass. Ich bis zu den Socken. Ja. Die Adiletten, die waren gar nicht so verkehrt hier in der Wildnis, gell? Ja, weil alles so nass war. Ein paar Schuhe aus Versehen noch angekuckelt beim Versuch, sie zu trocknen. Und der Flo ist die Hälfte der Zeit barfüßig rumgerannt und das ist in der Wildnis auch nicht ideal. Deshalb immer ein paar Adiletten mit einstecken. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Fliegst du den Ofen jetzt oder was? Na los! Ich bin der richtige Pilot hier. Flo, anschnallen und reinkommen. Es geht ab nach Hause. Jetzt hebt der Helikopter ab. Let's go, ab nach Hause. Die Sicht wird immer mehr. Wir haben es geschafft. Wir sind raus. Obwohl ich wirklich sehr, sehr traurig bin, das habe ich gerade schon zum Piloten gesagt. Wir müssen unbedingt wiederkommen, weil das, was wir uns vorgenommen haben, oder beziehungsweise das, was man hier erleben kann, konnten wir gar nicht ausschöpfen, weil wir durchs Wetter halt eben so limitiert waren. Deswegen ein lachendes und ein weinendes Auge auf dem Rückweg. Wir kommen aber wieder. Wir haben noch eine Rechnung zu begleichen. Sun is back, guys. And we are out. Es war fast unglaublich. Plötzlich Sonne. Wir haben tagelang nichts gesehen. Die Stimmung war 180 Grad gedreht. Und das ist doch paradox. Das menschliche Gehirn, man muss denken, man hat einen Dachschaden. In dem Moment habe ich mir gedacht, und ich glaube, das ging den anderen auch so, schade. Eigentlich würde man vielleicht doch noch mal gerne zurück. Emil, thank you very much for flying us safe home. Thanks, Emil. Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Guckt euch das an. Sonnenschein. How many kilometers was it? 60 Kilometer. Und hier ist absoluter Sonnenschein und ich bin immer noch komplett nass. Aber heute wird geangelt. Ihr habt's gehört, Dustin. Das heißt, jetzt müssen wir ganz schnell das ganze Gepäck aus dem Heli ausladen, kurz in die Ferienwohnung und seinen ganzen Stuff trocknen. Und dann geht's Becky, beeil dich, wir müssen angeln. Wir müssen ans Wasser. Hopp. Forelle oder Hecht? Alles, egal. Alles? Alles. Alles heute, kriegt heute auf den Kopf. Heute nehmen wir alles. Alles kriegt und kommt auf den Scotty. Heute nehmen wir alles. Ich muss erst mal einen Autoschlüssel finden. Das ist wie ab 4 Uhr in der Disco, gell? Dann nimmt man alles. Da war ich, also Becky, da war ich anders drauf. Echt? Ja. Der war gut. Das war gut. Da zeigt man den wahren Becky, den wahren Malle-Urlauber. Bonjour. Wir haben fahrbaren Untersitz unterm Hintern hier. Fahr mit dem Arsch da ran, dann kannst du dich schon mal einladen. Mach mal so. So, jetzt reicht's aber. Wir machen hier alles fertig und wir sehen uns gleich im Wasser. Der Helikopter hat uns jetzt zurückgebracht. Wir sind in unserem Airbnb, haben alles ausgebreitet. Erstmal alles getrocknet, damit wir morgen wirklich auch fliegen können. Ihr seht's hier. Aber noch viel besser, kommt mal mit. Was hier im Ofen ist. Ja? Muss auch getrocknet werden. So, machen wir wieder zu. Also, Becky. Hecht und Forelle steht auf dem Programm. Ich würde lieber Hecht fangen, du lieber Forelle, glaube ich. Ja. Mal gucken, was geht. Los! Los, 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 los. Auf los geht's los. Los geht's los, los. Hängt alles voll. Wow! Und liegt alles voll. Guck mal in die Richtung. Und guck mal nach unten.
große Camp. Darf auch mit. Und jetzt geht's ein letztes Mal ans Wasser für uns. Wir haben noch so nette Nachbarn getroffen, die uns auf ein Bier eingeladen haben. Die sind auch Angler, dem geben wir erstmal ein paar Packungen. You're a fisherman, right? Yeah. So if you want to fish, I brought some stuff. Oh, that's your man? Yeah, yeah. These for us? Yeah, yeah, yeah. No way. Yeah, you can keep it. Wow, thank you. Okay, wir müssen jetzt los, aber sehr, sehr nette Nachbarn. Die haben uns Bier angeboten, Feuer angeboten, total lieb. Okay. Just one. Es war Midsommar, der größte Feiertag in Schweden, und dann sind wir zufällig bei unseren Nachbarn auf diese Party gelandet. Und ich glaube, wäre das denn nicht so motiviert gewesen, weiter ins Wasser zu gehen, wäre ich da mit ziemlicher Sicherheit versagt. He liked it. You're on YouTube now. Bye guys, 2 hours. Bye bye. So, los zum Angeln. Shit Fiske heißt hier viel Erfolg und nicht scheiß Fischen. Wir haben keinen besonderen Plan. Wir fahren jetzt einfach die Straße entlang und gucken mal, was links und rechts für Gewässer kommen, halten an und angeln. Das Schöne ist, wir haben uns hier eine Erlaubnis gekauft für die ganze Region. Das heißt, wir müssen uns da auch nicht große Gedanken machen. Und hier kommt schon der erste See auf der rechten Seite. Den lassen wir aber noch mal liegen, weil da kommt man nicht so gut ran. Wir sind heute faul, halten, wo man auch schön parken kann und direkt angeln kann. Hier ist ein Krautfeld und da ist eine ganze Schilfkante. Ich glaube, wenn wir da ein paar Köder vorwerfen, können die Hechte nicht nein sagen. Und perfekt, Parkplatz. Ja, in Deutschland würde ich solche Spots, die direkt am Parkplatz liegen, meiden, weil die einfach überfischt sind. Aber hier so viel Fisch und so wenig Menschen, das ist, glaube ich, total egal. So, raus, los geht's. Hier, Prototyp. Ich weiß nicht, ob der noch Prototyp ist, wenn die Folgen rauskommen, aber jetzt Prototyp, aber ich fange mit Topwater an. Und du, Becky? Ich auch. Du auch? Na dann los. Vergessen. Komm ran hier auf den Meter, mein Freund. Schnell einen Reaper packen und ab ans Wasser. Schwarz wie die Nacht, denn wir haben schon wieder mitten in der Nacht, auch wenn es nicht so aussieht. Schnell noch ein paar Hechte hier abholen und dann geht es auch schon bald wieder ab nach Hause, nach Deutschland. Leider. So, first cast hier am Spot. Mal gucken, ob das geht. Da, ich habe einen Nachläufer, siehst du? Ja. Erster Wurf und gleich ist ein Fisch hinterhergekommen, hat richtig die Bugwelle gesehen. Und vor allem kam der so in der Mitte, nicht einfach am Schilf oder so, ne? Ja. Boah, da ist er! Erster Fisch! Großer, ne? Oder? Hat nicht lang gedauert. Vielleicht der fünfte Wurf. Und schon hängt der erste Hecht. Ich glaube, der ist gar nicht so schlecht. Ich kann es noch nicht richtig einschätzen. Aber schön, geil. Boah, die haben Power hier, die Jungs. Ach geil, der ist ja viel größer als ich dachte. Das ist ja ein 80 plus auf jeden Fall. Ja, der hat auf jeden Fall auch Power. Hey, ich habe Measure Tape dabei, willst du meschen? Messen? Geil, Wecki. Der hat den Reaper voll weggedrückt. Bitte verletz dich nicht. Boah, was für ein cooler Fisch. Boah, hier, den Zahn liegt links neben dir. So, Trick 17. Schonend, rückwärts gelöst. Jetzt machen wir zu, warte. Einfach raus. Schaut euch diesen wunderschönen schwedischen Topwater Midsommerhecht an. Na, ganz lang ist er leider nicht. 79, bisschen weniger What? Sogar. 78,5, aber. Krass, weil er so massiv gebaut ist vielleicht. Aber ein wunderschöner Fisch. Der darf gleich wieder zurück. Ah. So, erster Fisch und die Adiletten sind eingesaut und komplett nass. Egal. Geil. Mit nassen Füßen. Oh, Fisch! Boah. Geiler Biss. Hab auf unseren Prototypen Twister gewechselt. Gibt noch nicht mal einen Namen dafür. Die Fische sind so stark. Ich fische hier sogar. Du hast nur mit einer leichteren Rute gefischt. Jetzt, oh, der ist, glaube ich. Zeig mal. Der ist größer als meiner. Der ist größer, ne? Ja. Jawohl! Boah, ist der gallig. Der ist deutlich größer als meiner, das sind. Findest du? Ja. Halt mal. Ja, definitiv. Definitiv. Ich komme zu dir. Komm ja, zu mir, mein Lieber. Was sagst du? 85. Einmal gucken. 84, 85. 84, 85. Schöner Hecht. Becky.
Herrlich, so feiern wir beide Midsommar. Geiler Abschluss für die Tour. Und wir haben gerade erst angefangen, wir können noch mehr fangen. Zwei Minuten geangelt. Und jeder schon so einen tollen Hecht. Ja, okay, los, zurück damit und weiter. Hier, Prototyp, wollte ihn jetzt nochmal testen, habe ich ganz neu bekommen, deswegen keine Augen drin. Aber er funktioniert, mein erster Fisch damit. Unser Twister, Measureboard einpacken, neuen Spot abangeln und hoffentlich noch ein paar Fische fangen. Das sieht doch schon wieder aus wie ein guter Spot hier, oder, Flober? Yes, sir. Flober? Ja? Ich wette einen Zehner, dass hier an der Kante einer beißt. Wie viele Würfe? Drei Würfe. Drei Würfe hast du ein Hecht. Oh, es ist kalt. Die Fische scheint hier aber gewöhnt zu sein. Ja, da kommt er. Ja. Oh, ab. Aber hast du gesehen? Nicht gefangen, das denn? Ich habe auch gesagt, kriege ich einen Biss. So, das war's für den Reaper. Ich werde jetzt dauerhaft mit dem Twister angeln, weil ich habe das Gefühl, dass die Großen eher auf den Twister gehen. Und wir sind natürlich hier, um Großen zu fangen. Fisch! Ja, der Top-Unterköder weggelegt. Ich wollte die größeren. Viel größer ist jetzt auch nicht geworden, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Fisch. Ich würde sagen, auch an die 80. Brachial reingeknallt auf jeden Fall. So, hier kann ich den gut landen. Kräftig sind die hier, die Jungs. Man stelle sich mal vor, wir hätten gut angeln können in dem Revier, wo wir erst waren. Was da alles möglich gewesen wäre. Ja, da ist er. Ui, 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 ui. Naja, so klein ist er gar nicht. Ui. Da ist er noch. 80er Hecht, wunderschön. Danke für den Biss, danke für den Drill. Jetzt schick mal deine Mutti vorbei. Ist das unglaublich. Wir sind hier echt noch nicht lange da. Vicky hatte jetzt ein oder zwei. Ich hatte eben einen. Jetzt mein zweiter. Mega cool, in kürzester Zeit. Wahnsinn, was hier los ist. Ja, auch wenn das Topwater-Angeln irgendwie viel cooler ist mit den Bissen, habe ich jetzt nochmal auf einen großen Twister von uns gewechselt. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass so die größeren Hechte beißen. Und ihr wisst alle, es geht am Ende doch um die Größe. Was war das? Nachläufer. Ich hatte so einen riesen Nachläufer gerade. Ah, Fisch, großer Fisch. Eng? Ja. Besserer Fisch. Ui! Das müsste ein Meterfisch sein. Das wäre jetzt der grüne Abfluss. Das war aber noch cool. Guckt euch das mal an, ich kann hier nichts machen. Was für Kraft haben die Biester hier? Ich meine, das ist jetzt auch keine ultraleichte Route, ne? Das ist eine große Welle. Kopfschläge sind auch groß, das muss ein Meterfisch sein. Ich würde mal sagen, der Prototyp hat seine Feuertaufe bestanden. Der hat hier wirklich kurz vor meinen Füßen gebissen. Jetzt bin ich auch ein bisschen am Zittern. Boah, ich habe gerade nur den Schatten gesehen, der Schatten sah schon sehr, sehr groß aus. Ja. Wie kann man so viel Kraft haben, ey? Boah. Alter Schwede. Sowas von der nächste Mega. Unglaublich. Ach du Scheiße, der hat 1,10 Meter locker. Wenn nicht noch mehr. Dian! Der Köder ist raus. Köder ist raus. Der Köder ist raus. Curly Tail, nächstes Prototyp. Oh. Yes! Die ganzen Strapazen, guckt euch dieses Monster an. Alter. Oh, ich kann nicht mehr. Ich war so am Zittern. Jetzt hat sich das so rentiert, nochmal loszugehen. Ausdauer wird am Ende doch belohnt.
So, jetzt messen wir den Busch mal ganz kurz hier auf dem Gras, wo es ein bisschen weicher ist. Vorne dran. 1,19 Meter. Einfach mal 1,19 Meter hier gezimmert. Der hat locker 10 Kilo. Ist das krass? Ist das krass? 1,19 Meter. Yes! Was für ein Vieh. Unglaublicher Fisch. Der darf schnell wieder zurück. Was für ein Abschluss für die Tour. Geil. Boah, ich kann nicht mehr, was für ein Drill. Und ganz ehrlich, das ist der Lohn für die ganzen Strapazen, Becky. Das denn? Oh. Alles, was jetzt noch kommt, ist nur noch Zugabe. 1,19 Meter direkt vor den Füßen. Auf dem Prototyp. Die kann einfach nicht besser sein. Mittlerweile ist es schon wieder 2:30 und wir machen jetzt den letzten Spotwechsel. Man sagt ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Der 1,19 Meter, viel besser kann es halt nicht enden. Deswegen ein Spot noch und dann geht es endlich ab nach Hause. So, weg, die letzter Spot. Dann reicht's, dann war es das wirklich mit unserer Tour. Leider. Jetzt, wo wir trockene Klamotten anhaben, könnten wir eigentlich noch ein Menge länger bleiben, oder? Ja, ist immer so, ne? Vorhin, kurz vorm Nervenzusammenbruch. Ja, und jetzt will man wieder die ganze Zeit angeln. Ja, da siehst du mal, was so eine trockene Unterhose alles ausmacht. Ja, überhaupt eine Unterhose, muss ja ganz ehrlich sagen. Stimmt, du hattest die letzten beiden Tage gar keine. Ich hatte keine mehr, die waren alle nass. Jetzt würde ich echt gerne noch ein bisschen hier bleiben. Das Uferangeln klappt hier auch so gut. Aber leider müssen wir schon wieder heim. Gingen die 10 Tage oder 11 Tage echt wieder sehr, sehr schnell rum. Obwohl wir echt kämpfen mussten, war es irgendwie schon eine tolle Zeit jetzt. So, Vecki, das ist der letzte Wurf der North Tour 2023. Fangen einen dicken Fisch. Jetzt bin ich im Baum hängen geblieben. Ist nicht so schlimm, Vecki. Egal. Kann mal passieren. War ein krasser Trip, der alles abverlangt hat. Ganz ehrlich, wir hatten 2-3 Stunden Schlaf pro Nacht. In den letzten Nächten noch weniger, weil wir halt nicht schlafen konnten. Aber am Ende war es wieder mal ein Erlebnis. Definitiv ein Erlebnis, eine richtige Achterbahn der Gefühle, würde ich sagen. Ja, wir mussten beißen. Wir mussten wirklich beißen. Aber an der Stelle wollen wir noch mal Danke sagen an alle unsere Sponsoren, an alle Leute, die mitgeholfen haben. Flo war hinter der Kamera, Julian vor allem bei der Organisation von uns, vom Team Nays. Stroff, Plano, Scotty und so weiter und so fort. Vielen Dank dafür und wir sehen uns alle im nächsten Jahr bei der Up North 2024. Haut rein. Ciao. Ciao. Ich bleib wieder am Baum hängen. Sorry. 'Cause you're gerade dein Dings im Mund. Ich bin noch mit drauf. Bleib ich mit drin? Ja, man sieht dich. Klar, wenn du da sitzt, bist du mit im Bild. Macht Sinn. Ne? Wo wir hier mal wieder wären beim Rauchen. Macht er ganz gerne. Ich bin nicht Raucher. Mhm. Was du wechseln? Rauchen. Kommt aber nicht in die Kamera, nicht in den Film rein. I'm senior smoking. No, I'm not smoking that much, but sometimes. He's smoking a lot. It's not true. It's true. Ich kann leider nicht mehr mit euch angeln. Und dann haben wir die letzte Drift gemacht. Sorry. Tut mir leid. Warte mal, findet ihr nicht ein bisschen eklig auch so? Oder cringe, wenn ich sage, hast du noch Papa gehört? Ja, die wissen das ja so die... Das hast du gestern gesagt. Ja, aber die wissen also ja so als die... Stichpunkt. Ja. Hättest du mal besser auf mich gehört, ja. Becky. Wie immer habe ich recht. Mittlerweile ist es 2 Uhr. Nee, nochmal. Mittlerweile ist es 2 Uhr. Also, wenn wir den nächsten Schlüssel.
Mittlerweile ist es 2 Uhr. Okay, ich mach's nur einmal, hier ist eh schöner. Mittlerweile ist es 2 Uhr nachts. Mann, ey. Jetzt, Nelly, pass auf, jetzt. Oh, oh, mittlerweile. Ich kann nicht. Ich habe für den Knoten ungelogen eine Stunde gebraucht. Und dann bin ich alleine los. War ein bisschen sexy aus. Ne? Und obendrauf hat dann wieder der Startring. Junge, du musst mal wieder eine Runde schlafen, Alter. Warte mal, der ist noch. Vielleicht. Der ist doch hier auch abgebrochen. Okay. Wird nicht. Das kommt doch nicht in die Folge, wie ich mich hier zum Löffel mache.